Die Lilienfans fordern den Erfolgstrainer. Und 10 Minuten nach Abpfiff einer Darmstädter Gala-Vorstellung kommt Dirk Schuster noch mal raus und genießt die Party. Elversberg fest in Darmstädter Hand und Dirk Schuster findet's einfach nur geil. Die Stimmung schon lange vor dem Spiel bestens. Und Dirk Schuster will zum Jahresabschluss 90 Minuten Vollgasfußball. Den bekommt er, Darmstadt in knalligem Orange, sofort am Drücker und spielerisch richtig gut. Jerome Gondorf. Die 98er präsentieren sich im Saarland als echte Spitzenmannschaft und sind bei frostigen 0 Grad sofort auf Betriebstemperatur. Für Darmstadt ist es ein gefühltes Heimspiel und eine Partie ausschließlich auf ein Tor, auf das der Elversberger. Elversberg wird permanent eingeschnürt und Darmstadt kombiniert. Sirigu, 17 Minuten gespielt, 0:1. Blau-weiße Fete an der französischen Grenze und erster Saisontreffer von Sandro Sirigu. Wichtig und wunderschön. Erst der Tunnel gegen Timo Wenzel und dann eiskalt ins lange Eck. Elversberg kassierte zuletzt 3 Niederlagen in Folge und die Lilien nutzen die Verunsicherung der Gastgeber aus. Stegmeier und wieder Jerome Gondorf. Darmstadt in allen Belangen absolut überlegen. Was kommt vom Tabellenzwölften, dem SV Elversberg? Achtung, rein gar nichts, Hackentrick ins Nirgendwo. Dirk Schuster angespannt, so kennt man ihn. Doch zur Pause läuft alles für die Lilien, die auch nach dem Wechsel im Rampenlicht stehen. Und Ball und Gegner laufen lassen. Sirigu, starker Auftritt des Italieners und Dominik Strohengel, Darmstadts Torgarant. So viel vorab in Elversberg ausnahmsweise mal ohne Treffer. Dafür schlagen andere zu. 0:2, 49. Minute. Die Lilien jubeln, doch von den Orangenen war es keiner. Den 500 Darmstädtern ist das natürlich völlig egal. Noch einmal. Eigentor hier per Kopf durch Timo Wenzel. Dann wieder Freistoß, selbe Stelle. Keeper Kronholm orientierungslos und wieder schlägt's ein. 0:3, 71 Minuten vorbei. Diesmal Hanno Behrens, der Torschütze. Entscheidenden Anteil am Treffer hat auch Benjamin Gorka. Wir überprüfen. Der lange Gorka irritiert hier den Torhüter und hüpft noch mal schnell aus dem Weg. Darmstadt gewinnt auch in der Höhe, absolut verdient mit 0:3. Die Lilien überwintern ganz dicht dran an der Tabellenspitze. Vor der Saison hätte damit niemand gerechnet. Darmstadt feiert im Saarland vorzeitig schon mal Heiligabend. Und Geschenke gab es auch noch. XXL Vollbart für Bartträger Marco Seiler bei Darmstadts Party in Elversberg.